Die KI-Kameraden in Ghost Recon Breakpoint sind von Hause aus im Grunde nur drei weitere Simultanschussdrohnen. In diesem Video zeige ich dir, wie du dennoch Gameplay mit maximaler Immersion mit ihnen erleben kannst. Ich lade jeden Freitag ein Video aus dieser Reihe, in der ich dir zeige, wie du die maximale Immersion in Ghost Recon Breakpoint erleben kannst, hoch. Echte Ghosts abonnieren meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Nun aber zu den Tipps, wie du den KI-Kameraden Immersion einhauchen kannst. Zuallererst solltest du damit anfangen, die KI-Kameraden nicht mehr als KI-Kameraden anzusehen, sondern als echte, menschliche Kameraden. Das heißt, sprich richtig mit ihnen. Wenn du Gegner siehst, melde sie an die Kameraden. Wenn du beschossen wirst, sag Bescheid. Melde, wenn du die Waffe nachlädst. Wenn sie etwas sagen, reagier darauf. Zum Beispiel, wenn sie sagen, ich sehe einen Gegner, da. Dann bestätigst du das in irgendeiner Form. Zum Beispiel kannst du etwas sagen wie, bestätigt. Oder, ich sehe ihn. Oder auch, hab kein freies Sichtfeld. Was da auch sehr gut dazu passt, ist etwas, was nur auf PC geht. Und zwar die Spracheingabe per Voice Attack, wie ich sie im Video am letzten Freitag gezeigt habe. Aber auch wenn du nicht am PC spielst, kannst du dennoch selbst sprechen, wenn du zum Beispiel Gegner für den Simultanschuss markierst. Sag zum Beispiel, zwei Gegner voraus, nimm du den linken. Dann drückst du die Taste zum Gegner markieren und sprichst weiter. Ich nehme den rechten. 3, 2, 1. Feuer und schießt. Das bringt schon mal direkt einen ganzen Haufen Immersion rein. Stichwort Simultanschuss. Nutzt den Simultanschuss realistisch. Also nicht einfach mit der Drohne über der Basis rumfliegen und die Teamkameraden die ganze Basis mit Simultanschüssen säubern lassen. Mit den Kameraden gemeinsam verdeckt vorzugehen und den Simultanschuss strategisch und realistisch zu nutzen, macht mir persönlich am meisten Spaß. Schick die Kameraden auch mal irgendwo hin, um Gegner zu flankieren oder ein Ablenkungsmanöver zu starten. Lass sie die Position halten, um zum Beispiel eine Schleichmission alleine zu erledigen. Setz zudem die Feuerfreigabe strategisch ein und lass sie nicht alleine ein ganzes Gebiet säubern. Sie können das zwar, aber nicht vergessen, ihr seid ein Team. Und auch nicht vergessen, die allgemeine Feuerfreigabe durch einen anderen Befehl wieder zu entziehen, wenn angebracht. Wenn du mit Fahrzeugen fährst oder fliegst, warte vor dem Losfahren oder Losfliegen erst, bis alle Kameraden eingestiegen sind. Ja, du kannst auch einfach direkt loslegen, sodass sich die Kameraden zu dir teleportieren, aber das ist halt nicht wirklich immersiv. Wenn ich dir mit diesen Tipps das Spiel ein bisschen immersiver machen konnte, lass mir doch gerne ein Like und ein Abo da und schreib mir in die Kommentare, falls du auch noch weitere Tipps zur Immersion mit den KI-Kameraden hast. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.